Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Rocket. Da nähern wir uns ja jetzt der Jahresmitte, also Bergfest, wenn man so will. Dann ist die Hälfte der Distanz geschafft. Da lohnt es sich nochmal auf den Jackpot zu schauen. Der steht kurz vor 35.000 Euro. Wenn es also so weitergeht oder ihr gerade nachher auf der Zielgeraden in den Wintermonaten wie im letzten Jahr wieder richtig Gas gibt, weil alle dann noch mitmachen wollen, dann werden wir wohl wieder 70.000, 80.000 Euro am Ende auszuspielen haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier noch einzusteigen. Ich steige jetzt auch direkt ein und ein weiterer Hinweis noch, die nächsten beiden Wochen bin ich dann im Urlaub. Da gibt es dann kein Rocket-Video. Spielen könnt ihr natürlich trotzdem. So, während ich das noch sage, habe ich hier im ersten Spiel natürlich eine riesen Vorhandkarte, habe auch noch mit dem Karo Buben bombig gefunden und kann jetzt hier den Grand spielen. Ja, Schneiderdrückung wäre sicher Kreuz 10, 7, aber ich bin ja lange genug im Geschäft, um diese 60er Drohung hier zu sehen. Pik, Dame, König 7 mit Ass 10 Lusche und Ass Ass 10 drauf. Das können genau 60 werden. Das ist auch schwer zu verhindern, auch wenn man nach dem Buben erst die Herzen alle abzieht und dann Pik, Dame spielt. Ein Zwischenzug ist theoretisch möglich, also hundertprozentig sicher wird der nur so. Und deswegen spielen wir ihn auch so. Eine klitzekleine Schneiderchance ist natürlich immer noch, wenn jetzt in Kreuz geschnippelt wird. Aber Spieler 1, der sieht ja, dass nur die Lusche bei seinem Partner ist, geht gleich mit dem Ass rauf, ist eben ein typischer Schneiderzug im zweiten Stich, die blanke Lusche mit der 10 im Keller. Da fällt er in dem Fall also nicht drauf rein. Schade, aber nicht zu ändern. Also geht es hier weiter. Ja, und er geht auch mit den vollen rauf. Also, ja, ich könnte jetzt auch abkürzen, aber warum nicht hier einfach nochmal durchspielen, ein bisschen die Karten sortieren? Und vielleicht hat ja doch noch jemand am Ende die grandiose Idee, die Pik 10 abzuwerfen. Nee, natürlich nicht. Wäre auch ein Wunder gewesen. Ja, das ist ja wieder ein schöner Ansatz. Rollmops erstmal, also von jedem zwei, aber einer der besseren Sorte natürlich, mit Kreuz, Herz, Bube und zwei bestellten Assen und auch noch einer 10. Aber Vorhand, der geht mit, der hält meine 22, er hält meine 23. Ja, er wird dann wohl nicht den 0 spielen wollen, wo ich selber 3 7er habe. Er wird wohl irgendeine Farbe spielen wollen. Und ja, wenn ich jetzt für 24 rankomme, dann ist gegen diese Reizung in Vorhand vielleicht mein Blatt auch nicht so grandios. Ich will jetzt gar nicht mehr verraten, dass ich eigentlich stärker bin und passe jetzt auf 23 nach einer gewissen Überlegung. Soll der Spieler in Vorhand im Zweifel ruhig davon ausgehen, dass ich nur ein 0 gereizt habe und dass alles einigermaßen artig steht. Oh, und er spielt Grand tatsächlich mit Buben raus. Das ist natürlich ja, eine gewisse Überraschung, muss man sagen, wo ich zwei Buben und zwei Asse habe. Also natürlich nehme ich mit und natürlich ziehe ich sofort den Buben hinterher. Ja, Karo 10 ist natürlich eine Karte, die ich gerne gesehen habe, denn damit haben wir 18 Augen und ich weiß vor allen Dingen, was ich mal nachspielen soll. 18, 33. Gut, mein Partner liegt Karo 10, mein Partner liegt Karo König. Das scheint eine starke Farbe von ihm zu sein. Also ich denke mal, dass er da noch einen weiteren Stich im Zweifel im Blatt hält. Vielleicht sogar hat er noch zwei Karo Dame Lusch. Damit dann auch nichts am Ende schief geht, er nicht eine falsche Farbe trifft, ziehe ich jetzt mal einmal Kreuz Ass hinterher. Und auch da kommt noch die 10 rein. Also das war ja dann ein ganz schlapper Grang, der wohl nur gegangen wäre, wenn die Buben verteilt gekommen wären, was aber eben, wie wir gesehen haben, ja nicht der Fall ist. So können wir hier noch ein paar Stiche einsammeln. Wenn ihr euch wundert, oben die Uhr, dass es da manchmal so ein paar Sprünge gibt. Also es waren sehr lange Pausen hier mit drin. Der ein oder andere Spieler ist wohl zwischendrin mal eine rauchen gegangen oder Kaffee kochen, was weiß ich. Oder die Verbindung war schlecht. Ich habe also eine ganze Ecke von diesen Pausen rausgeschnitten, dann kann das immer mal sein, dass die Uhr sich ein wenig merkwürdig verhält. So, vier Zehner, vier Damen, grandios, das Ganze noch in Mittelhand. Bin sofort raus. Hinterhand sagt 18, Vorhand hält. Und spielt den Grang. Ja, was machen wir jetzt mit dem Pik Buben? Ich sag mal so, da mein Partner die 18 geboten hat, die sollte man zwar nicht unbedingt auf die Goldwaage legen, kann auch mal nur angereizt sein, aber in Hinterhand könnte das auch der ehrliche Karo sein. Also, meine Güte, für irgendwas muss ich mich sowieso entscheiden.
Also rein die Karo 10 und hoffen, dass mein Partner rüber kann. Aber ihr seht es, er kann nicht rüber, nur der Herzbube. Das ist natürlich ein wenig enttäuschend, und noch enttäuschender ist eigentlich der Karo König, denn es war ganz offenbar keine ehrliche 18, keine ehrliche Karo-Reizung. Und jetzt habe ich mit der 10 hier auch noch ja, wahrscheinlich Ass König Lusche hochgespielt. So, jetzt kommt Pik von oben und von unten. Klar, jetzt könnte ich hier mit der Dame in den Schnitt gehen, aber wenn der Alleinspieler Ass König Lusche hat, dann würde ich vermuten, dass er die Lusche spielt unter dem Ass, um eine Schneiderchance zu haben oder eine bessere Chance. Deswegen glaube ich eher, das ist so Ass Lusche einmal oben unten, und gehe da mit der 10 rauf, und der Verdacht war auch korrekt, mein Partner hat den König. Das sagt mir jetzt natürlich noch nicht so viel, beziehungsweise ich ahne, dass er drei. Ich bin mir sicher, er hat drei Buben, er hat wahrscheinlich drei Karos, er hat zwei Pik, also wahrscheinlich hat er noch einen Zwilling. Ja, wenn das Ass Lusche ist, dann können wir wohl sowieso nicht rauskommen, wo wir erst 14 Augen haben. Wenn das eine Doppellusche ist, dann will ich hier auch gleich für klare Verhältnisse sorgen, oder eine Lusche links, eine Lusche rechts, halte ich für unwahrscheinlich. Aber so oder so, ich lege jetzt hier einfach mal einen vollen auf den Tisch, und da geht die Karte auf. So ist es auch, Kreuz Ass Lusche, also Schneider waren wir ohnehin. Auch wenn ich hier Herz treffe, dann wird er eben stechen, und auch dann kommen wir nicht raus. Also ein schönes 96er Stößchen. Ja, und jetzt sitze ich hier in Vorhand, drei Buben, aber nichts dabei, und ich denke noch, na, hoffentlich sagt eine 18, denn wenn ich hier angepasst werde, dann habe ich ja wirklich eine schwere Entscheidung, ob ich in diesen Müllhaufen ohne ein einziges volles einsteige. So kann ich einfach aussteigen mit ganz ruhigem Gewissen. Und naja, nun habe ich natürlich 5 dagegen bei dem Karo. Schauen wir mal, ob das ein Spiel ist, was gut genug ist. Schnitt mit der Karo Kreuz Dame. Und dieser Stich überrascht jetzt. Ja, normal hätte ich gedacht, entweder er hat Ass 10 Dame, dann wäre er jetzt auf den König doch wohl nur mit der 10 raufgegangen. Oder mein Partner hat noch die Kreuz 10, aber warum spielt er sie dann nicht? Ich meine, dass sich jetzt aus Doppellusche aufgeschlagen hat, hat er doch wohl auch nicht geglaubt. Na gut, wie auch immer. Logischerweise steche ich. Und weil ich die Zehner nicht habe, werde ich jetzt ein Bild spielen, um das korrekt zu signalisieren. Wir greifen hier mal in Herz rein. Alleinspieler angespielt. Oh, und der spielt direkt Herz wieder raus. Das ist ja auch ungewöhnlich, kann man fast sagen. Spielaufgabe. Ja, und Kreuz 10 ist tatsächlich bei meinem Partner. Dann machen wir hier noch einen Stich. Also, das ist ja wohl ein ganz schlechtes Spiel. Wahrscheinlich nur ein Viertrümpfer, sonst hätte er jetzt direkt Trumpf gespielt und nicht Herz raus. Ja, nun, mein Partner bietet Pik 10 an, das ist natürlich nicht unbedingt optimal. Er hätte sicher auch einfach Trumpf spielen können, denn ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass er noch einen hat. Dann hätten wir diesen Pik vollen wohl auch noch gerettet bekommen. Gut, wie auch immer, einen Pik vollen kriegen wir ja. Also das Spiel ist um, gegen 5 Trumpf und Kreuz auf Abstich war da nichts zu bestellen. Ja, das ist hier natürlich wieder ein Ticken zu dünn. Wobei Susi noch sagt: Sag mal, wolltest du da nicht wenigstens 20 reizen? Ist doch Rocket. Aber irgendwie hatte ich nicht so das Gefühl, dass ich mich hier gegen die Jungs, die so ein bisschen, ja, ein bisschen Gas geben, dass ich mich da mit solch schlappen Spielen aus dem Fenster lehnen muss. Noch zumindest nicht. Also hier war es mir einfach noch zu früh. Ich denke, das ist vertretbar, klar, man kann auch 18 sagen, aber man muss es sicher nicht. So, meine Trumpf 10 ist am Hängen, deswegen mal auf den kurzen Weg eine kurze Farbe. Ich habe zumindest das starke Gefühl, dass meine Trumpf 10 in Gefahr ist. Ja, mein Partner nimmt raus, aber spielt halt Karo nicht zurück. Okay, dann steht er wahrscheinlich noch in Karo Dame Lusche oder sowas und will deswegen nicht zurückspielen, weil er damit gegebenenfalls einen Stich aufgibt und dass ich gar nicht in Trumpf noch was bestellen kann. Wie wir hier sehen, das weiß er ja noch nicht. Er hat natürlich gehofft, dass ich ein bisschen Trumpf stärker bin, und dann ist es sicher aus seiner Sicht jetzt nicht so gut, Karo zurückzuspielen. Ist eigentlich die einzige Begründung, dass der Alleinspieler noch Karo 10 Lusche hält und mein Partner noch auf der Dame steht, auch dass er jetzt die ganzen Trumpf runterspielt. Dann muss der andere jetzt Herz Ass abschmeißen. Aber führt letztendlich zum gleichen Ergebnis, auch wenn er Karo Dame direkt zurückgespielt hätte, hätte ich eben mit Pik 10 gestochen, da hätte ich auch nur die Lusche bekommen. War also so oder so schneiderfrei und an einen Sieg war nicht zu denken. So, 18 ist es mir wert.
Mehr aber auch nicht. Und da haben wir wieder einen Grang, der über die Dörfer geht. Das bedeutet natürlich, dass ihm zwei Buben fehlen. Und dann ist es meistens nicht so eine gute Idee, zuerst mit dem Kreuz Buben zu stechen. Die Nullreizung von meinem Partner sagt ja auch nicht unbedingt aus, ob er nun einen dunklen Buben hat. Er kann auch gut Karo oder Herzbube haben. Also da zuerst zu stechen, ist häufig hier genau der Zug, der dann zum Schneider führt. Da lasse ich doch erstmal jetzt eine blanke Pik Dame fallen. So, jetzt kommt die nächste Farbe. Und häufig sind dieses ja die langen Farben des Alleinspielers, wenn er über die Dörfer geht. Das heißt, ich lege die Dame schon in der Hoffnung, dass das die Stechfarbe ist, wo mein Partner jetzt hacken kann. Ist aber leider nicht der Fall. Er hat nur Herz, Ass und 10. Dann sticht er jetzt hier den zweiten und ich habe das Bild natürlich ein wenig, ja. In dem Fall dann zu früh reingepfeffert, etwas zu leichtfertig geopfert, könnte man auch sagen. Andererseits, wenn Herz gerade die Stechfarbe ist, dann muss das Bild auch direkt rauf, sonst ist es andersrum wahrscheinlich auch wieder nicht zu holen. Also kann ich mitleben. Ja, war natürlich doch ein bisschen dusselig hier. Vielleicht hätte ich es doch behalten sollen, dann hätte ich jetzt noch eine schöne Ladung. Auf die Pikstiche. Also mein Partner hat ja ganz offensichtlich das Pik Ass gleich noch. Ja. Dann habe ich also sowohl die Pik Dame verbrannt als auch die Herz Dame. Gut, wobei eine davon bekomme ich nur nach Hause. Jetzt ist ja die Karte ausgerechnet. Zwei Kreuz noch und der Bube. Also mehr kriegen wir nicht. Mit dem Pik Ass kommen wir, glaube ich, hier auf 55. Also ein Bild hätten wir mit einer etwas pfiffigeren. Nein, Pik 10 ist sogar auch noch da. Also. Ja, bin ich jetzt gar nicht ganz sicher. Jetzt nicht auf die Schnelle ausrechnen und analysieren. Ein Bild hätten wir mindestens mehr bekommen können. Kann ich mir später nochmal anschauen, ob wir da vielleicht mit optimalem Spiel sogar hätten gewinnen können. So, nun war es dann doch soweit im siebten Spiel, dass ich einfach mal 18 gehalten habe von Spieler 3, der ja auch schon ein wildes Ding hier gereizt hat. Mit zwei Assen hat 10. Ja, und dann guckt euch die Findung an. Herz, Lusche, Karo, Lusche. Das ist natürlich, ja, nicht besonders gut. Dann könnt ihr sagen, ja, was habe ich denn erwartet? Klar, wie immer eigentlich, wie ich es so kenne. Bube, Ass, irgendwas in der Kategorie, am liebsten zwei davon. Aber so habe ich jetzt natürlich ein ganz gequältes Herzspiel. Das ist so schlecht, dass ich auch die Karo 10 einfach im Blatt halte, nicht die 13 Augen drücke. Wenn ich Pik 10 dabei hätte oder so, dann könnte man auch vielleicht mal 13 Augen drücken, die 10 mit runter. So bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass mir die Karo 10 freigespielt wird. Und das Trumpf ein bisschen glücklich sitzt. So, Karo kommt gleich raus. Darauf habe ich auch spekuliert, wo Hinterhand 18 sagt. Also tauche ich hier. Soll es ja auf den Mann nicht schneiden, aber er überlegt. Na komm, nimm das Ass, mein Lieber. Und dann nimmt er den König. Es ist doch zum Mäusemelken. Da denkst du manchmal, ich spiele hier mit Glaskarten. Er nimmt den König und wechselt die Farbe und dann null Augen in Kreuz. Also ja, nach dem Schnitt in Karo ist das Ding ja sowieso wahrscheinlich schon tot, wo jetzt dieser Null-Augenstich ankommt. Da würde es mich sehr wundern, wenn die Trümpfe jetzt gleichmäßig verteilt sind. Das sieht so aus, als ob es jetzt eine richtig dicke Klatsche gibt. Gut, Karo 10 abtragen werde ich trotzdem nicht. Damit will ich das Spiel auf jeden Fall aufgeben. Immer noch so ein bisschen bedeckt halten und nichts verraten. Ja, aber da kommt, guckt euch das an. Mittelhand oder links von mir, Spieler 3, hat die ganzen Kreuzen auch beide vollen, die er zurückhält aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich hat er dann sogar noch das Karo Ass und ja, vielleicht hat er gar keinen Trumpf mehr. Ich weiß es nicht. Also wenn überhaupt, dann soll jedenfalls Spieler 3 wieder rankommen, der hat die 18 geboten. Deswegen vermute ich viel den Kreuz Buben noch bei ihm. Kann sein, ist zumindest eine Option. Kann auch sein, dass Spieler 1 eben das Karo Ass noch hat, das der unter durchgespielt hat. Also deswegen jetzt Pik Bube in der Hoffnung, dass ich da in Hinterhand komme. Aber ihr seht es, schnapp drei Buben bei Spieler 1, der gar nicht gereizt hat. Also manchmal weißt du beim Skat wirklich nicht, woher die Einschläge kommen. Da war natürlich der Pik Bube dann ja, kontraproduktiv. Zumindest mache ich jetzt gar keinen Trumpfstich. Gut, auf der anderen Seite kann ich dafür jetzt wieder mir die Pik 10 rausschnippeln. Ja, aber das hat natürlich alles nichts genützt. 49 Augen, das war also
gegen so eine Verteilung überhaupt nicht zu gewinnen und dann schon gar nicht, wo Karo Ass gleich raufging. Nicht raufging. So. Jetzt hier wieder bei 20 Besitzer geworden. 5 Trumpf, 2 Asse. Und im Skat, toll. Zur Dame, die Lusche, zum Ass, die Dame, also das ist natürlich wieder nicht dolle. Wenn ich Pik Ass König hätte, würde ich die sicher in der Hand halten und die beiden Karos drücken. Auch so kann man das sicher machen, aber Ass Dame ist natürlich auch keine schöne Beikarte, vor allen Dingen, weil sie so verräterisch ist. Wenn dann der Lusche König kommt und du schnippelst mit der Dame, dann ist sofort alles klar, nimmst du raus, musst du das Bild noch auf die 10 legen. Also ich drücke dann häufig mal auch so wie jetzt hier das Ass blank, beide Bilder runter und hoffe eben, dass auf Karo Lusche jetzt nicht irgendwie 21 fallen. Und ja, perfekt. Manchmal läuft eben dann doch alles gegen dich. Den ersten Stich habe ich mir natürlich nicht gewünscht, dass da jetzt der König noch nicht drauf ist. Beziehungsweise jetzt hätte ich die Pik Dame natürlich gerne in der Hand. So muss ich natürlich logischerweise das Ass legen auf 17 Augen. Und es ist natürlich ein bisschen verraten jetzt auch, wenn ich auf 7, 8 das Ass rausnehme, dass ich gar keinen anderen mehr habe. So, die 9 kommt hinterher. Okay, hat wahrscheinlich Spieler 3 aus 10 König Lusche ausgespielt. Nützt mir alles nichts. Eine bessere Chance, jetzt meine Karo Lusche loszuwerden, bekomme ich wohl nicht. Und was ihr vielleicht auch gesehen habt, Kreuz Ass ist auch noch unterwegs. Also das riecht irgendwie nach 4 Trümpfen. Könnten jetzt schon wieder bei Spieler 1 sein, der jetzt hier auf Pik König die Karo Lusche fallen lässt. Ja, was soll es mir sagen? Es soll mir sagen, dass ich hier noch einmal Herz abtragen kann, um mich gegen die 4 Trümpfe dann hoffentlich in der Gabel Herz Ass König zu wehren. Denn ich vermute jetzt, Spieler 1 hat noch die 3 Trümpfe, die noch fehlen, also 4 insgesamt, und dann die bestellte Herz 10. Das wäre die Logik, warum er sich die Karo Lusche abwirft. Deswegen jetzt stechen, Trumpf von oben und dann mit Trumpf König raus aus dem Spiel, damit ich auf keinen Fall mehr angespielt werden kann. Da fällt auch der Pik Bube bei Spieler 3, alles genau wie erwartet. Und dann sollte ich schön mit Herz Ass König in der Schere gegen die bestellte 10 sitzen. Aber dann, Überraschung, Kuckuck, Trumpf Ass bei Spieler 3. Also sie spielen ja wirklich mit allen Tricks. Obwohl Trumpf 3-3 steht, hat er im ersten Stich das Trumpf Ass noch nicht gelegt. Das ist natürlich mir auch recht, weil dann passiert ja nichts. Dann habe ich hier zwar den Trumpf König geopfert, was übrigens ja sowieso Blödsinn war. Es fehlte nur noch ein Bube und Trumpf Ass. Da hätte ich auch die Lusche spielen können. Einspielbar war ich nicht mehr. Hatte da aber nicht ganz genau jetzt drüber nachgedacht, weil ich dachte, dass es auch nicht wichtig ist. Ist auch nicht weiter wichtig. Jetzt kann ich den König eben Herzkönig abschmeißen und kriege auf dem Weg dann die Herz 10 gewinnen, also auch das Spiel. Oho, das sieht mir jetzt wieder wie ein besseres Spiel aus. Obwohl die Findungen heute, sie werden nicht besser, es war nur im ersten Spiel gut drin. Jetzt schon wieder eine Dame und eine Lusche. Naja, also in Vorhand kann man immer noch mal über den Rang nachdenken, in Mittelhand aber eher nicht. Da spielen wir mal schön den relativ sicheren 6 Trümpfer mit beiden Trumpf vollen, 7 Augen im Keller. Und ich eröffne hier mit Trumpf Dame. Dann sollte ja eigentlich der Karo Bube fallen, aber es fällt gleich der Kreuz Bube. Und dann denke ich mal, war die Trumpf Dame auch die richtige Entscheidung. Wenn ich jetzt einen Buben gezogen hätte, dann würde ich noch nicht sehen, dass Trumpf sehr wahrscheinlich zu viert dagegen sitzt und hätte mich in dem Buben, also schwach gemacht, so war es natürlich optimal vom Trumpfzug. Gut, Spieler 1 wechselt die Farbe, findet die Stechfarbe, auch klar. Der will jetzt seinem Partner Signale geben. Also Trumpf ziehe ich in dem Fall natürlich nicht weiter. Das lädt Spieler 1 dann nur ein, abzuwerfen und die Karte wird weiter geklärt. Dann kann nachher auf Karo gewimmelt werden. Nein, nein, das lassen wir schön. Jetzt muss ich über Fehl gehen. Das ist die gute Nachricht, das scheint ganz glatt zu sitzen. Pik Ass kriege ich angeboten, Karo eben auch 2-2. Wunderbar, dass ich nicht Trumpf gespielt habe. So muss er alles bedienen und dann, ja, sitzen sogar noch ein paar volle beim Trumpfmann. Wäre aber auch egal, wenn er jetzt nicht den vollen hat, dann kann ich gegebenenfalls auch die tote Karo 10 abschmeißen und habe danach in Hinterhand die Trumpfschere gegen den Karo Buben. Also macht dann gegen Lusche, Lusche, Karo Bube mit dem König alle Stiche. So ist es mir natürlich auch recht. Nach 9 Spielen, 260,
Aber Spieler, ja, wer war es denn? Spieler 1 hat 262, also der hat noch 2 Punkte mehr. Ich kann mich noch nicht ausruhen, will ich ja sowieso nicht, dafür sind wir nicht hier. Und halte hier mit 5 Vollen wieder mal 18. Bin auch gleich Besitzer und ja, was wünschen wir uns denn? Kreuz Ass, Karo Ass wäre natürlich das Beste. An sich ist es ja so eine Karte. Einen Buben willst du gar nicht haben, der macht die Sache zwar sicherer, aber auch billiger. Und beim Rocket, kurz vor Schluss mit erst 260, da will ich es nicht sicher, da will ich es teuer haben. Aber natürlich liegt dann doch wieder ein dunkler Bube, nicht mal der alte, sondern der Pik-Bube. Na gut, dann haben wir ein sehr solides Herz. Also die Findung war ja schon gut, das muss man sagen, für ein Farbspiel, sagen wir mal so. Für die Sicherheitsfraktion was Schönes. Für die teure Fraktion dann eher suboptimal. So, Kreuz sitzt 2-2, habe ich natürlich, könnte man sagen, jetzt nicht wieder ungünstig gedrückt mit 13 Augen. Andererseits kann ich jetzt hier Pik Lusche abwerfen und Kreuz kann auch nicht mehr hinterherkommen. Also das kann nichts kaputt machen, die Kreuzen sind alle raus. Ja, und da sitzt der Kreuzbube blank, das heißt Rest bei mir, Karten zeigen, Schneider braucht nicht weiterkämpfen, wollen sie auch nicht. Und damit bin ich dann vorne, 340 nach 10 Spielen. Ein schöner Dreierstoß hier. Das darf natürlich gerne so weitergehen. Spieler 3 kriegt jetzt scheinbar gar nichts mehr ab. Der hat nach dem platten Grang und dem einen gewonnenen Spiel jetzt ganz zugemacht oder hat einfach keine Karte. Ja, Spieler 1 allerdings, ausgerechnet Spieler 1 kommt ran und ich habe hier nichts zu bestellen. Das ist ein Pik. Wir nehmen das Ass, wir spielen die Farbe zurück. Ja, tauchen wir? Doch, tauchen wir. Oh, geht schon mit Pik Buben ran, mein Partner. Das ist ja ungünstig. Das ist ja dann wohl ein sehr starkes Spiel. Dann hätte ich vielleicht doch eben den Karo Buben nehmen sollen. Mein Partner hat nur Kreuz Bube, Pik Bube und Trumpf. Lusche offensichtlich. Ja, dann wäre eben Karo Bube besser gewesen. Das war vielleicht ein bisschen zu lax. Andererseits, wenn du gegen so ein trumpfstarkes Spiel, 6 Trumpf mit beiden Trumpfvollen, ja, da willst du eigentlich auch gar nicht gegenspielen. Da ist es wahrscheinlich sowieso nicht so wichtig. Deswegen habe ich es so gespielt. So, jetzt habe ich hier irgendwie doch wohl scheinbar ein bisschen den Faden verloren. An sich ist ja alles klar. Hier sollte sicher die Herz 10 rein. Ja, ich habe irgendwie Kreuz Dame gelegt, was jetzt ein bisschen dusselig gewesen wäre, wenn der Alleinspieler Kreuz Ass 10 Lusche gehabt hätte. Dann hätte ich uns da mit schönen Schneider gehalten. Aber die 10 ist blank. Jetzt hat der Spieler noch beide Kreuz Luschen. Das heißt, ist gar nichts passiert. Meine Herz 10 geht nach Hause. Wir sind trotzdem raus. Und er war ohne 2 und damit ist Spieler 1 wieder an mir vorbei. Galoppiert, hat den Vorsprung sogar mehr als verdoppelt von 2 Punkten Vorsprung jetzt auf 5 Punkte Vorsprung. Das heißt, letztes Spiel wird das Entscheidungsspiel, ob Spieler 1 jetzt die kleine Nebenwette gewinnt. Das Interessante ist ja mal, er weiß es gar nicht, dass er mich am Tisch hat. Er tappt da also im Dunkeln, er wird wohl ganz sicher einfach nur noch ein schönes Spiel machen wollen bei erst 345 Liegen. Ja, ich habe natürlich gar nichts. In Mittelhand 0 und nada, da ist nichts zu wollen. Jetzt kann ich natürlich nur hoffen, dass Spieler 1 das Spiel bekommt und auf die Rübe kriegt. Ja, so gemein kann ich dann sein, so berechnend. Na, zumindest ist da nochmal Pfeffer drin. Und er kriegt es auch. Aber 46 sagt natürlich, dass mein Partner den Nullouvert gereizt hat. Und ja, wenn jetzt der Grand kommt, dann habe ich wohl wenig, was ich da dem entgegenzusetzen hätte. Ja, und die Jungs kommen auch noch verteilt. Das wird dann wohl schwer, dieses Spiel umzubiegen. Ja, jetzt hänge ich hier auch mit meinem Talent. Wie spielst du es denn weiter? Kreuz ist wahrscheinlich die schwache Farbe, das Ass sicher bei meinem Partner. Aber hat jetzt der Spieler vielleicht tatsächlich mal die 10 zu dritt, weil es ein Verzweiflungsgrang ist oder ein, sagen wir mal, ein wagemutiger Grang, um noch zu einem zählbaren Ergebnis zu kommen? Dann wäre Kreuz Lusche jetzt schlecht. Meistens ist die 10 im Keller. Aber ich wollte dann doch nicht die Kreuz 7 spielen. Ich habe auch überlegt, der Nullouvert hilft mir natürlich gar nicht, da ich keinerlei 7er selber habe, wo ich ahnen kann, dass mein Partner nichts davon hat. Er kann alle Farben haben, ich greife hier also in die nächste Farbe. Gut, und da habe ich wohl Ass Dame getroffen. Und das war es dann auch schon.
Das Spiel ist zu stark. Wir kriegen hier, gut, wir kriegen hier noch einen angebotenen Herzstich, weil wir sowieso Schneider sind. So ist es dann auch. Also Spieler 1 noch mit einem schönen Endspurt auf 467. Er hat sich kurz von mir abfangen lassen, dann aber auch gleich die Kurve wieder bekommen. Also klare Sache, Glückwunsch an Spieler 1. Du hast die Meerjungfrau problemlos geschlagen, allerdings Spiel 7. Das war auch wirklich ein bisschen unsportlich von den Jungs, muss man sagen. Also so die Hand voll. Aber das gehört natürlich zum Skat wie das Salz in die Suppe. Bleibt am Ball, bleibt gesund, verbringt auch bitte eine schöne Sommerzeit und trotzdem sehen wir uns sicher noch demnächst mit neuen Skat-Videos. Bis dahin, wie immer, gut bleibt.